das Bett ist wieder so unge... Hä? Ich bin schon wieder im Schlaf vom Bett gefallen. Was soll das? Und Freunde, was macht ihr denn hier? Freut mich mega, dass ihr eingeschaltet habt. Und Freunde, wie ihr seht, ich bin hier gerade im Gefängnis und das ist hier gerade meine Zelle. Ich weiß auch nicht, wofür bin ich nochmal ins Gefängnis gekommen? Ich glaube, weil ich Luftballons geklaut habe oder so. Aber Freunde, bevor wir jetzt so richtig mit dem Video starten, es würde mich super doll freuen, wenn ihr dem Video jetzt schon mal einen Daumen nach oben geben könntet. Und Freunde, ganz, ganz wichtig, abonniert den Kanal, ist kostenlos und das wird mich mega unterstützen und freuen. Und Freunde, ich zeige euch nochmal, also ich habe hier so einen Fernseher und hier so eine Dartscheibe und hier habe ich so einen Ritz und wartet mal, hier ist... Warte mal, den kenne ich doch. Das ist doch... Hey, Vitamine! Hey, Daniel! Na? Mal, warum bist du auch im Gefängnis drinne? Boah, ich wurde eingesperrt. Und aus welchem Grund? Boah, ich weiß es auch nicht. Ich glaube, ich habe letztens eine Kaugummi aus den Kaugummi-Automaten genommen. Was? Ohne zu bezahlen? Die kosten doch nur 10 Cent. Hatte kein Geld mehr, Daniel. Oh, Vitamin, da bist du selber schuld. Aber Freunde, ich würde sagen, ich habe hier noch so einen Lichtschalter. So, jetzt sollte das Licht ausgehen. Genau, und es ist dunkel. Okay, so, hier habe ich noch meine Uniform, die man im Gefängnis tragen muss. So, jetzt sehe ich wirklich so aus wie so ein Gefangener. Und hier haben wir einmal meine Toilette. Und wartet mal, ich setze mich so ganz schnell dahin. So, und hier haben wir noch... Warte mal, nicht hinlegen, hinsetzen. So, und hier haben wir noch vor mir ein Spiegel. Hey, nein, ich bin's, der Polizeiwärter. Hey, ich dachte, ich habe einen Spiegel. Haha, nein, du bist in meinem Gefängnis eingesperrt. Oh, Manu, aber warum hast du mich denn eingesperrt? Weil du genauso den Kaugummi geklaut hast. Nein, ich habe keinen Kaugummi geklaut, ich habe Luftballon geklaut. Ja. Du hast einen Luftballon geklaut, aber heute, mein kleiner Freund, bist du mein Gefangener. Und du bist der Polizeiwärter? Natürlich. Oh Manu, und warte mal, wann komme ich hier wieder aus dem Gefängnis raus? nie wieder. Du bist für immer eingesperrt. Aber warte, wir können mal, heute noch einiges machen. Nie wieder bin ich für lebenslang gefangen? Du bist für immer gefangen. Guck euch mal dieses Sicherheitsgefängnis an. Hier sind 10.000 Kameras. Dort überall in der Ecke hängen Kameras. Oh. Selbst die Wachen laufen auf dem Dach herum. Oh ja, das sehe ich. Das ist ja viel, viel zu sicher. Aber warum bin ich in so einem sicheren Gefängnis, wenn ich doch nur Luftballons geklaut habe und Vitamine hat doch nur ein Kaugummi. Weißt du was? Der kann da drin bleiben. Klappe ist schon, zu. Genau. So, und zwar, bleibt da drin. Ich mache jetzt erstmal Mittagspause. Du bleibst auf dem Hof, weil mir egal, was du machst. Oh, warte. Oh, der Schlüssel. Nein, der Schlüssel hat er mitgenommen. Aber Freunde, denkt ihr wirklich, es ist wirklich fair, wenn ich lebenslang im Gefängnis sitze, obwohl ich nur einen Luftballon geklaut habe? Ich meine, Vitamine... Ich liebe diese Musik. Wo ist denn der Werte? Das ist ein schönes Lied. Wie gefällt dir das? Ich höre hier keine Musik. Hey, du hörst jetzt Musik. Und bitte schön, ich gebe dir das Radio. Hey, ein Radio. Dankeschön. Und warte mal, ich will auch Radio hören. Das Radio funktioniert doch gar nicht. Hey, du hast es kaputt gemacht. Was soll das jetzt? Ich habe gar nichts kaputt gemacht. Du hast es runtergeworfen. Du hast das kaputt gemacht. Dafür wirst du noch büßen. Aber ich sitze doch schon lebenslang im Gefängnis. Und das ist doch voll unfair. Das ergibt gar keinen Sinn, ey. Und was mache ich jetzt hier draußen? Ich bin nicht mal in meine Zelle. Kann ich irgendwie essen? Du gehst nicht. Wir als erstes gibt es. Ich kann für euch alle Zellen aufmachen. Bitteschön. Yeah, Vitamin, ich komme zu dir, obwohl ich nicht stinkt es. Ich stinkt es. Daniel. Keine Zeit für Zellen. Alle werden eingesperrt. Ich habe eine Frage, warum hat Vitamine eigentlich keine Toilette in seiner Zelle? Ach, der pinkelt sich doch eh jeden Tag in die Hose. Da ist es auch egal, ob der eine Toilette hat oder nicht.
Oh ja, das stimmt eigentlich schon. Und was machen wir jetzt eigentlich heute Kleiner, den ganzen Tag? Für dich ist es nun Zeit, in die Küche zu gehen, um zu arbeiten. Küche? Mal arbeiten? Ich will doch essen, nicht arbeiten. Okay, dann werde ich dir eben dein Essen servieren. Du setzt dich jetzt an einen von diesen Tischen. Hier ist es ganz leer. Okay, so perfekt. So, hier ist noch der Käse, den du kriegst. Bitteschön. Und Käse, das war's lecker. Dann für heute. Wie das war's? Ich will aber Chicken. Chicken gibt's für dich nicht. Chicken Wings. Nein, Chicken Wings gibt's für dich heute nicht. Warum? Oh Mann, der ist echt fies zu mir. Und warum? Mal egal, ich frage einfach nicht. Ich esse einfach den Käse und der schmeckt echt lecker. Wow! So, was machst du da? Ich musste eine Maus erledigen. Oh, eine Maus hat er erschossen? Was wird er wohl mit mir machen, wenn ich versuche auszubrechen? Gehen später alle dann. Du isst jetzt erstmal fertig. Ja, ich esse. Oh Gott, oh Gott. Oh, und das schmeckt ganz, ganz lecker. Und ich möchte auch bestimmt nichts zu trinken. So, nein. Die Küche wird abgesperrt. Keiner kommt mehr raus und rein. Wie abgesperrt? Hey, ich muss doch hier rauskommen. Aber. Was ist. Oh, Freunde. Alle raus aus der Küche oder ich schieße. Oh, und... Wow, wo bin ich hier? Was ist das denn? Raus aus der Küche, hey! Oh, wow, oh Gott, was, wo bin ich hier? Zellen, ich habe gesagt, Schule, du sollst raus Küche, aus der Küche. Sport, Vitamine, ich mach die Zelle für dich frei. Hey, ja, ja, ja. Runter mit dir. Oh. So. Oh, ich hab nichts gemacht, Hilfe! Doch, du hast die Zellen und die Küche aktiviert. Raus mit dir oder du wirst sterben. Das war Vitamine, gib's doch zu, Vitamine. Rauskommen. Oh, ja, ich komme. Hey, das war Daniel, das stimmt nicht. Ich war das überhaupt nicht. Oh, mein Vitamine. So, als nächstes, kleiner Daniel, geht es für dich in den Pausenhof. Einmal Sport machen, damit du mal sehr, sehr kräftig wirst. Bitte einmal hier lang. Dankeschön. Oh, Sport? Okay, das gefällt mir. Oh, so, ja, du wirst jetzt eingesperrt und jetzt hast du 5 Minuten Zeit, Sport zu treiben und ich bewache dich. Okay, ich will auch Sport treiben. Nein, du darfst nicht. Orange. Genau, du Vitamin-Orange. Okay, so, ich stelle mir einfach vor, dieser Boxsack bist du. Und yeah! Ja. Zack. Ich mach dich fertig, du. Auspowern, das gefällt mir. Kann ich hier irgendwie rauskommen oder so? Gibt's... Oder? Ja? Na, komm schon. Ich glaube, Freunde... Ich gucke zu. Oh, ich glaube, Vitamine hat da hinten... Der versucht auszubrechen. So, alle Vitamine. Raus aus dem Sportraum. Raus aus dem Sportraum. Aber das muss ich mir merken, Und Freunde. Jetzt geht es in den Schulunterricht. Alle in die Schule. Aber ich will nicht, dass Vitamine mitkommt, okay? Ey, was soll das, Daniel? Nein, Vitamine wird nicht lernen. So, meine Freunde, es geht jetzt zu Schulunterricht. Okay, ich sitze ganz vorne. Gut, ich bin es also, der Polizeidirektor. Und der Polizeidirektor fragt euch jetzt nun einige Fragen. Okay, wir sind schon alle... Was ist 3 plus 4? 3 plus 4, das ist doch ganz einfach. Also wenn 2 plus 3, 2, 1... 6, die Antwort ist 6, oder? Falsch! 5. Dafür gibt es Strafe, 5. Strafe. 4. So, erstmal jetzt. Es gibt Strafe, Nachsitzen. Strafen? Ich sitze doch im Gefängnis, das ist doch eine... Strafe genug. Nein, nein, nein. So, nächste Frage. Da haben wir das Wort Orange. Orange? Okay. O-R-A-N-G-E-S-C-H-E. Orange. Oh, falsch. Dafür gibt es einige... So, ich muss meine Tür aufmachen. Für dich raus aus dem Pausenhof. Raus da wieder. Oh, Mann, ich breche jetzt aus dem Gefängnis aus. Yeah! Nein, ich erschieße dich. Oh Gott, lass mich hier raus. Jetzt bitte alle wieder in den Pausenraum. Und für Daniel gibt es jetzt Strafsitzen. Ja, du musst schon die Tür von... Ja, okay, so. So, alle in die Zellen. Daniel in die Zelle. Du bleibst jetzt den restlichen Tag in der Zelle. Oh, wie langweilig. Vitamine, wie Darf sollen wir... Ich heute noch... mal raus. Nö. Klapp, Orange. Genau, du Karotte. Okay, Freunde, was meint ihr? Wie sollen wir aus dem Gefängnis hier rauskommen? Und dann noch mit Vitamine. Der ist echt ein Klotz am Bein. Ich glaube, der macht den ganzen Tag gar nichts, außer sich in die
Hose zu pinkeln. Vitamine, warum pinkelst du eigentlich nicht draußen oder so? Ich liebe pinkeln mein Leben lang. Pinkeln ist das Schönste, was es gibt, Daniel. Okay, Freunde, darüber reden wir ein anderes Mal. Aber Stubenbesuch, ist ja auch alles sauber. Ja, natürlich. Und wer hat das rein? Okay, okay, tut mir leid. Wer hat hier das Loch gemacht? Vitamine. Seine Wände verschimmeln schon deswegen. Ey, das stimmt überhaupt nicht. Daniel hat das mit einem Löffel ausgegraben. Nein, das war ich nicht. Das war Vitamine. Was ist das hier für ein Knopf? Das ist der Lichtschalter. Okay, Glück gehabt. Aber du wirst hier für immer drin bleiben. Ja, ich breche schon aus. Okay, Freunde, was meint ihr? Wie sollen wir hier ausbrechen? Schreibt es in die Kommentare. Und ja, das war's mit diesem Video. Lasst ein Like da, abonniert diesen Kanal. Ist kostenlos, das würde mich super da freuen. Und wir sehen uns dann morgen im neuen Video wieder. Und tschüssi. Tschüss. Tschüss.